Artikelnummer SCP-701, Objektklasse Euklid, Sonderverwahrungsverfahren. Alle Unterlagen, die sich auf SCP-701 beziehen, sind in einem dreifach gesicherten Archiv in Lagerstandort aufzubewahren. Diese bestehen derzeit aus den beiden derzeit erhaltenen Kopien der 1640er Quarto-Ausgabe, 27 Kopien der 1965er Taschenbuchausgabe, 10 Kopien eines Hardcover-Drucks von 1971, 21 Disketten, die Daten enthalten, die bei Razzien von Daten gelöscht beschlagnahmt wurden, einer SVHS-Videokassette SCP-701-19-A und einem Stahlmesser unbekannter Herkunft SCP-701-19-B. Zu keinem Zeitpunkt dürfen diese Gegenstände aus dem Raum entfernt werden. Der Zugang zum Archiv ist streng zu überwachen. Ohne die ausdrückliche persönlich erteilte Genehmigung von den Doktoren ist keinem Personal der Zugang gestattet. Beschreibung: Bei SCP-701 handelt es sich um die Tragödie des gehängten Königs, einer englischen Rachetragödie aus dem 17. Jahrhundert in 5 Akten. Die Aufführungen des Stückes sind mit plötzlich auftretenden psychotischen und suizidalen Verhalten unter den Zuschauern und Schauspielern sowie mit der Manifestation einer mysteriösen Figur verbunden, welche als SCP-701-1 bezeichnet wird. Historische Schätzungen gehen davon aus, dass in den letzten 300 Jahren zwischen und Menschen ihr Leben aufgrund des Stückes verloren haben. Aufführungen von der Tragödie des gehängten Königs enden nicht immer mit einem solchen Ausbruch. Von den aufgezeichneten Aufführungen endeten nur 36,78% in einem SCP-701-Ereignis. Historischen Aufzeichnungen und Untersuchungen nachzufolgen, laufen diese Ereignisse im Allgemeinen nach dem gleichen Muster ab. 7 bis 14 Tage vor der Veranstaltung. Während der Generalprobe beginnen die Besetzungsmitglieder spontan vom veröffentlichten Text des Stückes abzuweichen. Im Gegensatz zu Improvisation oder Texthängern, die man bei einer Abkehr vom Skript erwarten würde, erweisen sich diese Abweichungen jedoch als konsistent. Es scheint fast so, als würden die Schauspieler mit einer neuen Version des Skripts arbeiten. Weder die Schauspieler noch das Produktionsteam sind sich dieser Veränderung bewusst und, wenn sie darauf aufmerksam gemacht werden, erklären sie, dass das Stück von Anfang an so gespielt wurde. 2 bis 3 Stunden vor dem Ereignis. Der Ausbruch erfolgt in der Regel während der Premiere oder bei der Aufführung mit der größten geplanten Besucherzahl, in der Regel innerhalb der ersten Woche nach der Premiere. 1 bis 2 Stunden vor dem Ereignis. SCP-701-1 beginnt in der letzten Szene des ersten Akts auf der Bühne zu erscheinen, im Allgemeinen im Hintergrund oder an der Seite neben den Handlungsgeschehen. Er scheint den Bühnenbereich zu betreten und zu verlassen, taucht jedoch nie im Backstage-Bereich bzw. sonst abseits der Bühne auf. Es verschwindet einfach, wenn es nicht auf der Bühne steht. SCP-701-1 scheint zunächst nicht von der Theatergruppe bemerkt zu werden. Das Ereignis. SCP-701-1 erscheint während der Bankettszene im 5. Akt vollständig auf der Bühne. Hier wird es in die Handlung des Stückes als der gehängte König integriert. Die Darsteller bringen sich entweder gegenseitig um oder begehen Selbstmord, manchmal mit Gegenständen, die spontan auf der Bühne zu erscheinen scheinen. Im Publikum kommt es zu Ausschreitungen, wobei die Zuschauer jeden vor ihnen zufällig angreifen, unabhängig von der vorherigen Beziehung untereinander. Nach dem Ereignis. Wenn einer der Zuschauer den ersten Ausbruch überlebt, kann er den Aufführungsraum verlassen. In diesem Fall wird er weiterhin zufällig oder opportunistische Gewalttaten verüben. Diese Opfer des Ereignisses müssen in diesem Szenario in der Regel sediert und gefesselt werden. Ihre normale Persönlichkeit beginnt etwa 24 Stunden nach dem Ereignis zurückzukehren. Überlebende Opfer zeigen in der Regel Symptome, die mit dem übereinstimmen, was man nach einer traumatischen Erfahrung erwarten würde. Einige haben keine Erinnerung an das Ereignis, andere verfallen dauerhaft in komatöse oder psychotische Zustände. Eine typische Fallstudie eines Ausbruchs finden Sie im Zwischenfallbericht SCP-701-19-1. Es handelt sich um eine Analyse der Ereignisse, die zum letzten nicht eingedämmten SCP-701-Ereignis im Jahr 1900 bei einer Schulaufführung in führten. Weitere Informationen über den veröffentlichten Text des Stückes finden Sie in Dokument SCP-701-1640-B-1. Zusammengefasst handelt es sich bei SCP-701 um einen sich selbst weiterentwickelnden memetischen Virus, der durch unbekannte Mittel durch den Text des Stückes übertragen wird. Dr. Lo hat die Theorie aufgestellt, dass SCP-701-Ereignisse Daten gelöscht beinhalten könnten. Diese Hypothese steht im Einklang mit einem Anstieg der Werte, die über Satellit in der Nähe des Vorfalls von 1900 erfasst wurden, was auf Daten gelöscht hinweist. Foundation-Agenten sind angewiesen, jede Aufführung oder Veröffentlichung von SCP-701 zu unterdrücken, sobald diese entdeckt oder gefunden werden. Trotz aller gegenteiligen Bemühungen bleibt das Stück jedoch frei online verfügbar, teilweise unter anderem Namen. Alle Versuche, den Ursprung dieser Kopien zu finden, sind fehlgeschlagen. Die Unterdrückung von Veröffentlichungen des Stückes war im Allgemeinen erfolgreich, wobei die meisten Kopien einer historisch-kritischen Ausgabe von 1971 vor der Verbreitung vernichtet wurden. Dennoch tauchen Kopien des Taschenbuchs von 1965 mit einiger Regelmäßigkeit sowohl in Universitäts- als auch in Schulbibliotheken auf. Agenten sind verpflichtet, diese Gegenstände nach Möglichkeit zu bergen oder ansonsten zu vernichten. Geschichte. Die erste bekannte Veröffentlichung von der Tragödie des gehängten Königs war ein Quarto aus dem Jahre 1640. Der Autor des Stücks wird nicht genannt. Der Verleger, ein gewisser William Cook, verschwand bald darauf aus den historischen Aufzeichnungen. Seltsamerweise erscheint der Text nicht im Stationers Register. Das erste SCP-701-Ereignis, für das Aufzeichnungen existieren, ereignete sich 1800 während einer Aufführung des Stücks in den Vereinigten Staaten. Weitere bedeutende Ereignisse waren die Aufführung von 1900 in einem kleinen Theater in die Aufführung von 1964 in der Universität in die Aufführung von 1900 an der Universität, das erste SCP-701-Ereignis, das von der Foundation erfolgreich eingedämmt wurde, die Aufführung von 1900 durch eine Studentengruppe in Kalifornien, die Fernsehadaption von 1900 durch die Broadcasting Corporation, die Produktion wurde von der Foundation vor der Ausstrahlung erfolgreich abgebrochen und der Vorfall von 1900 in den Vereinigten Staaten mit der Bezeichnung SCP-701-19-1. Publikationsgeschichte. Original 1640er Quarto, alle bekannten Exemplare in Foundation Verwahrung. 1733 Folio-Ausgabe, wiederveröffentlicht 1790. 1813 Cambridge University Pressausgabe. 1965 Taschenbuchausgabe. 1971 Hardcover-Ausgabe. Agenten sollten beachten, dass Kopien des Stücks oft unter verschiedenen Namen oder Schreibweisen des Titels falsch abgelegt wurden. Darüber hinaus wurden Fotokopien des Textes von 1965 in allen College-Theaterabteilungen auf dem amerikanischen Kontinent und im Vereinigten Königreich gefunden. Zusatz: Angesichts der hohen Wahrscheinlichkeit von Daten gelöscht, empfehle ich erneut, SCP-701 Objektklasse auf Keter zu aktualisieren. Der memetische Virus von SCP-701 kann sehr wohl die Speerspitze eines Invasionsszenarios sein. Außerdem Daten gelöscht. Dr. 1237116066060 verweigert. Keine der aktuellen Informationen, die wir über SCP-701 haben, deutet auf ein XK-Klasse-Szenario hin. Bis wir zusätzliche Daten haben, bleibt die Klassifizierung bei Euklid. Sehen Sie den Tatsachen ins Auge, Doktor. Die Katze war bei diesem Fall schon lange aus dem Sack und in unserer Branche schätzen wir uns glücklich, wenn wir nur alle 10 Jahre mal 100 Menschen verlieren. O5 12371970660. Dokument SCP-701-1640-B-1. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung des veröffentlichten Texts von der Tragödie des gehängten Königs, klassifiziert SCP-701. Erstellt von Dr. aus einer Kopie des 1640er Quattros, welches sich in Foundation-Verwahrung befindet. Dramatis Personae: Gonzalo, König von Trinculo, Isabella, Königin von Trinculo, ehemals die Frau von Sforza, dem ermordeten König, jetzt verheiratet mit Gonzalo. Antonio, ein niederer Adeliger, Francisco, Antonios Diener, der Herzog von Sortino, Alinda, Tochter des Herzogs, Petruccio, ein Adeliger, der mit Gonzalo verbündet ist, Lodovico, ein Diener von Gonzalo, Cornari, ein Priester, Beatrice, eine Dienerin der Königin, ein Gerichtsmediziner, ein Palastgardist, der Botschafter von Mailand, der Botschafter von Florenz, der Botschafter von Alagada. Handlungsort: Das Stück spielt im Königreich Trinculo, wahrscheinlich eine falsche Schreibweise von Trinacria, einem anderen Namen für Sizilien, in der Hauptstadt Serco, ein anderer Name für die Stadt Syrakus. Als das Stück beginnt, ist Sforza, der König von Trinculo, angeblich an natürlichen Ursachen gestorben, während er nicht am Hof war. Der Adel von Trinculo versammelt sich in der Hauptstadt zur Krönung des neuen Königs, Sforzas jüngerem Bruder Gonzalo, der auch die Königin von Sforza, Isabella, geheiratet hat. Trotz der Verweise des Textes auf zeitgenössische italienische Stadtstaaten wie Florenz und Mailand ist ein Großteil der Inszenierung offensichtlich reine Fantasie. Es gab nie Könige, Es gab nie Könige von Sizilien, die mit Gonzalo und Sforza vergleichbar wären, und die Hauptstadt des historischen Königreichs Sizilien war Palermo, nicht Syrakus. Der Autor hat sich möglicherweise dafür entschieden, die Ereignisse des Stückes nach Syrakus zu verlegen, da diese Stadt historisch mit der Tyrannei verbunden ist. Es gibt auch keine Aufzeichnungen über ein Land oder einen Ort, der unter dem Namen Alagada bekannt ist, einem mysteriösen, aber scheinbar mächtigen Staat, der eine bedeutende Rolle in der Handlung spielt. Sie kann als Verweis auf einen der muslimischen Staaten oder Städte an der Mittelmeerküste wie Tunis oder Alge gedacht sein. Zusammenfassung der Handlung. Die Handlung von Der Tragödie des gehängten Königs hat eine deutliche Ähnlichkeit mit vielen früheren Stücken desselben Genres, darunter Shakespeares Hamlet und Titus Andronicus. Tatsächlich haben frühere Untersuchungen zu SCP-701-Ereignissen ergeben, dass der gehängte König oft als weniger gewalttätige Alternative zu den beiden genannten Stücken gewählt wurde. Die beiden Morde im Text von SCP-701 können so ausgelegt werden, dass sie außerhalb der Bühne stattfinden, und die Implikation von Kannibalismus in Akt 3 lässt sich leicht aus dem Drehbuch herausnehmen. Akt 1. Das Stück beginnt während der Krönung von Gonzalo. Gonzalo eröffnet mit einem Toast auf den versammelten Adel und verlässt dann die Bühne. Betrunken von Wein gesteht Isabella einigen der auf der Bühne zurückgelassenen Höflingen gegenüber, dass Sforza nicht im Schlaf gestorben ist, wie berichtet wurde. Stattdessen wurde Sforza während eines Urlaubs auf dem Land von Isabella mit einem Schlaftrank gefüttert und dann von Gonzalo und seinen Unterstützern ermordet. Als letztes Zeichen der Respektlosigkeit hängten die Verschwörer den König wie einen gewöhnlichen Verbrecher an einen Baum. Isabella verkündet weiter, dass Antonio, ein niederer Adliger, der zum ersten Mal den Hof des Königs besucht, tatsächlich ihr und Sforzas Sohn und der rechtmäßige Thronfolger ist. Isabella bricht zusammen und wird von ihren Dienern von der Bühne gebracht. Francisco fragt Antonio, ob er der Geschichte der Königin glaubt. Antonio macht sich über die Situation lustig und sie verlassen die Szene. Zurück in Antonios gemieteten Unterkünften versucht Francisco mit einer Kurtisane zu handeln. Antonio betritt die Bühne deutlich unter Schock. Er berichtet, dass er außerhalb der Bühne den Geist von Sforza sah, der Antonios Abstammung und die Beschreibung seines Todes durch die Königin bestätigte. Akt 2. Gonzalo, der von Isabellas Geständnis erfahren hat, konsultiert seinen Mitverschwörer. Lodovico bestätigt, dass mindestens 3 Personen den Zusammenbruch der Königin erlebt haben. Der Herzog von Sortino, seine Tochter Alinda und ein Priester namens Cornari. Gonzalo beginnt sofort den Mord oder die Gefangennahme der 3 zu planen, um die Wahrheit zu verbergen. Er befiehlt, dass Isabella in ein Kloster gesperrt werden soll, mit der Begründung, dass die Königin verrückt sei. Isabella akzeptiert untypisch sanftmütig das Urteil von Gonzalo. Der Usurpator verlässt dann die Szene und hat einen Termin mit dem Botschafter von Alagada. Zurück in ihren Unterkünften in der Stadt bringt Francisco Antonio die Nachricht über die Inhaftierung der Königin. Gemeinsam beginnen sie, ihre Rache zu planen. Akt 3. Petruccio und Gonzalo laden Sortino zum Abendessen ein. Sie töten ihn und befehlen den Palastköchen, die Leiche als Eintopf zuzubereiten. Gonzalo befiehlt, dass Alinda, die Zeugin des Mordes war, im Kloster eingesperrt werden soll. Antonio täuscht den Wahnsinn vor, um Zugang zum Kloster zu erhalten. Vor Antonios Ankunft gewarnt, bereitet sich Isabella und ihre treue Dienerin Beatrice darauf vor, ihn mit einem Zug Gift zu töten. Antonio sieht durch ihren Plan und zwingt Isabella, das Gift zu trinken und sich so zu töten. In der Zwischenzeit verirrt sich Francisco ins Kloster und es endet damit, dass er Alinda durch Zufall aus ihrer Zelle befreit. Akt 4. Im Palast berichtet Gonzalo Lodovico, dass er im Austausch für einen unausgesprochenen Tribut vom Botschafter von Alagata ein starkes und geschmackloses Gift erhalten hat. Gonzalo plant, den Eintopf aus der Leiche des Herzogs von Sortino zu vergiften und an den Hof zu verfüttern, um so die Unterdrückung der Wahrheit zu gewährleisten. Lodovico verlässt die Bühne, um den Plan des Usurpators auszuführen. Gonzalo hat dann einen kurzen Moment mit seinem Gewissen. In einem Selbstgespräch beschreibt er das Bedauern, das er für seine Sünden trägt, kann aber dennoch nicht von dem Weg abweichen, den er eingeschlagen hat. In der Zwischenzeit stellt Francisco Antonio Alinda vor. Alle 3 sind aus dem Kloster geflohen. Alinda beschreibt den Mord an ihrem Vater in grausamer Weise. Antonio verspricht, sie zu heiraten und sie zu seiner Königin zu machen, sobald seine Rache abgeschlossen ist. Dann geht er los, um eine Klinge zu besorgen, mit der er Gonzalo töten will. Es gibt ein komödiantisches Zwischenspiel zwischen einer Palastwache und Cornari, einem blöden Priester. Am Ende der Szene tritt Lodovico ein und bittet Cornari, ihm zu folgen. Der Priester wird nicht mehr auf der Bühne gesehen. Akt 5. Die Gäste kommen zu Gonzalos Bankett. Gonzalo spricht erneut einen Toast aus, diesmal auf die Botschafter der anwesenden ausländischen Nation. Das Essen ist serviert, aber bevor es beginnen kann, tritt Antonio ein und trägt ein unterschriebenes Geständnis, das er von Petruccio erhalten hat, welches die Details von Sforzas Mord und den Beweis von Antonios Herkunft enthält. Gonzalo wird von dem empörten Höflingen abgesetzt. Anstatt ihn zu ermorden, beschließt Antonio jedoch, den Thronräuber zu schonen und ihn das Exil in einem Kloster akzeptieren zu lassen. Dann befiehlt er Francisco, Pläne für seine Heirat mit Alinda zu machen. Das Stück endet mit einem Tanz, der von den Höflingen aufgeführt wird. SCP-701 Ereignisse. Die aufgeführte Form des Stückes, während der Ereignisse von SCP-701 auftreten, enthalten mehrere Abweichungen vom veröffentlichten Text. Ein typisches Beispiel für diese Abweichungen finden Sie im Zwischenfallbericht SCP-701-19 SCP-701-19-1. Zwischenfallbericht SCP-701-19-1. Datum 1900. Ort Daten gelöscht. Bericht der Doktoren Roh und Ja über den Inhalt von SCP-701-19-A. Bei SCP-701-19-A handelt es sich um ein 187 mm x 103 mm x 25 mm großes SVHS-Videokassettenband, das von Ermittlern am Tatort geborgen wurde, welches eine Aufzeichnung einer Aufführung von SCP-701 in der High School in enthält. Das Band wurde in einem zerstörten Camcorder gefunden, der anscheinend die Aufführung aus einem festen Blickwinkel im Publikum aufzeichnete. Es ist die einzige erhaltene Aufzeichnung des Ereignisses. Eine vollständige Abschrift der Aufzeichnung finden Sie im Archiv von SCP-701. Um die identifizierten Abweichungen während eines SCP-701-Ereignisses mit der tatsächlichen Darstellung des veröffentlichten Textes zu vergleichen, siehe Dokument SCP-701-1640-B-1. Das Band beginnt. 3 Minuten 10 Sekunden. Die Beleuchtung des Saals geht aus. 5 Minuten 12 Sekunden. Der Vorhang hebt sich, das Stück beginnt, wie veröffentlicht mit Gonzalos Krönungsrede. 10 Minuten 21 Sekunden. Eine mögliche Sichtung von SCP-701-1 während der Verzückung Isabellas. Ein anormaler Schatten, der nicht zu einem der Darsteller gehört, erscheint entlang der Rückwand des Bühnenbilds. 10 Minuten 24 Sekunden. Der Schatten verschwindet. 23 Minuten 15 Sekunden. Anstatt den Dialog zwischen Francisco und der Kurtisane zu führen, fällt der Vorhang und hebt sich wieder, um eine leere Bühne zu zeigen. Antonio betritt die Bühne rechts. 23 Minuten 24 Sekunden. Erste indirekte Sichtung von SCP-701-1. Der Schatten einer Figur scheint auf der Rückwand zu erscheinen, von der Bühne aus rechts. Antonio bleibt an Ort und Stelle stehen und tut überrascht. Der Schatten verschwindet. Antonio beginnt ein langes Selbstgespräch und bestätigt, dass er nun an Isabellas Geschichte glaubt. Dr. stellt fest, dass dieses Selbstgespräch zwar im Stil des Restes des Stückes geschrieben ist und genau zu den Dialogen aus dieser Ära zu passen scheint, Antonios Rede in dieser Szene jedoch nicht im Originaltext existiert. 24 Minuten 12 Sekunden. Vorhang fällt. 24 Minuten 51 Sekunden. Vorhang auf für Francisco und die Kurtisane. Antonio kehrt zurück, das Stück wird so fortgesetzt, wie es geschrieben wurde. 31 Minuten 14 Sekunden. Erste direkte Sichtung von SCP-701-1. Es tritt ein und steht am Rande der Bühne links gegen Ende von Akt 2, Szene 1. 32 Minuten 17 Sekunden. Der Dialog mit Gonzalo endet, wie im Skript, mit der Erwähnung eines Treffens mit dem Botschafter von Alagada. Er geht ab, links. SCP-701-1 scheint sich zu drehen und ihm zu folgen, während die Lichter ausgehen. 38 Minuten 13 Sekunden. Zweitsichtung von SCP-701-1 während des dritten Akts, Szene 1. Es erscheint am Rande der Bühne, als Gonzalo und Petruccio Sortino ermorden. Die Szene endet damit, dass Gonzalo seinen Köchen befahl, die Leiche als Eintopf zuzubereiten. Die vom Tatort geborgenen Skripte deuten darauf hin, dass dieser Abschnitt während der Proben gestrichen wurde. 51 Minuten 11 Sekunden. Dritte Sichtung von SCP-701-1. Es erscheint nahe des linken Bühnenrandes, als Antonio Isabella tötet. 1 Stunde 9 Minuten 12 Sekunden. Vierte Sichtung. SCP-701-1 tritt mit Gonzalo zu Beginn von Akt 4, Szene 1 ein und folgt ihm durch die gesamte Szene. Die Szene enthält auch zwei Schlüsselmomente. Erstens scheint Gonzalo SCP-701-1 zuzunicken, wenn er den Botschafter von Alagata erwähnt. Dies ist das erste Mal, dass Schauspieler auf die Anwesenheit von SCP-701-1 eingehen. Zweitens endet die Szene mit einer Abweichung vom Text. Während die geskriptete Rede am Ende von Akt 4, Szene 1 mit Gonzalo endet, der seine eigene moralische Ungleichheit bedenkt, scheint Gonzalo hier mehr besorgt zu sein, ob sein Tribut für den Botschafter ausreichend sein wird. Das Licht geht aus. 1 Stunde, 21 Minuten, 15 Sekunden. Fünfte Sichtung. SCP-701-1 tritt am Ende von Akt 4, Szene 2 links ein, als Antonio abgeht, um eine Klinge für seinen Kuh zu besorgen. Anstatt abzugehen, hält Antonio vor SCP-701-1 an, welches ihm einen langen Dolch überreicht. Dies ist vermutlich das erste Erscheinen des Gegenstands mit der Klassifizierung SCP-701-19-B. Beachten Sie, dass es keine Erwähnung des Gegenstands in der Requisitenliste oder den anderen von der Produktion gepflegten Aufzeichnungen gibt. SCP-701-1 und Antonio verlassen die Bühne gemeinsam. 1 Stunde 32 Minuten 41 Sekunden. Sechste Sichtung. SCP-701-1 erscheint auf der Bühne links, während Cornari und Lodovico abgehen. 1 Stunde 45 Minuten 10 Sekunden. Die Lichter gehen an, Akt 5, Szene 1. Die Bankettszene beginnt wie im Skript. 1 Stunde 40 Minuten 52 Sekunden. Antonio tritt ein und trägt ein Stück Pergament bei sich. Hier beginnen die textlichen Abweichungen im großen Maßstab. Statt dass das Pergament das Geständnis von Petruccio in schriftlicher Form ist, beschreibt Antonio es stattdessen als Rechnung des Botschafters von Alagata und beweist, dass Gonzalo diesem mehr Tribut schuldet, als er zu zahlen beabsichtigt. 1 Stunde, 41 Minuten, 42 Sekunden. SCP-701-1 tritt an dieser Stelle von rechts ein. Die gesamte Besetzung scheint es wahrzunehmen. Gonzalo steht auf, flucht als Nebenbemerkung zum Publikum und läuft auf den linken Bühnenausgang zu. Der Rest der Besetzung, einschließlich Alinda und Francisco, die von der linken Bühne aus eintreten, fesseln Gonzalo und ziehen ihn zurück auf die Bühne. SCP-701-1 bewegt sich inzwischen in die Mitte der Bühne, wo es vor dem Thron von Gonzalo stehen bleibt. 1 Stunde 43 Minuten 8 Sekunden. Eine Schlinge wird von oben auf die Bühne gelassen. Die Schauspieler zwingen Gonzalo in die Schlinge, als er beginnt auf Italienisch und an einer Stelle möglicherweise Lateinisch zu fluchen. Die Schlinge wird straff gezogen und die Darsteller lassen Gonzalo fallen. Er beginnt zu ersticken. 1 Stunde 43 Minuten 32 Sekunden. Antonio spricht. Damit ist der Tribut in voller Höhe gezahlt. Der Schauspieler nimmt SCP-701-19-B, den Dolch, zieht ihn über Gonzalos Bauch und verschüttet dessen Gedärme über die Bühne. 1 Stunde 44 Minuten 4 Sekunden. Alinda nimmt den Dolch von Antonio, sie spricht, mit diesem Narrenblut ist es das des gehängten Königs. Sie schneidet Antonio die Kehle durch. 1 Stunde 45 Minuten 31 Sekunden. Seile fallen vom Dach der Bühne, eine Schlinge für jeden Darsteller. Diese versammeln sich unter ihnen, Alinda nimmt neben SCP-701-1 Platz. 1 Stunde 46 Minuten 12 Sekunden. Alinda, mit diesem, unserem Blut gehört es dem gehängten König. Die Darsteller hängen sich selbst auf. 1 Stunde 47 Minuten 33 Sekunden. SCP-701-1 bewegt sich durch die hängenden Leichen und zur vorderen Mitte der Bühne. 1 Stunde 47 Minuten 41 Sekunden. Die Bühnenbeleuchtung wird ausgeschaltet. 1 Stunde 47 Minuten 46 Sekunden. Geräusche von Schreien und körperlicher Gewalt um die Kamera herum. 1 Stunde 48 Minuten 22 Sekunden. Lauter Ton, höchstwahrscheinlich wird die Kamera umgeworfen. 1 Stunde 49 Minuten 1 Sekunde. Die Kamera wird zerstört, das Band endet.